Hey, on arrive en balle, on arrive en blé. On n'attend personne pour faire les sous. La capitale, je me reconnais. Les gros et solides comme Lukaku. J'suis dans une charge, j'veux des atouts. Après choqué, j'ai pris son start. J'arrive de l'ouest comme... Was geht, meine Damen und Herren? Ich würde sagen, wir suchen heute einfach mal eine S-Klasse in Facelift ab 2018 Baujahr auf mobile, weil ich auf dem letzten Video gesagt hatte, wo wir einen E63S gesucht hatten, dass wir heute eine S-Klasse suchen. Und heute ist es soweit. Ich würde sagen, wir gehen auf mobile und suchen jetzt eine S-Klasse. Preis bis 150.000 Euro für ein Auto. Das ist auch echt viel Geld, muss ich sagen. 2018 Baujahr. Wir haben hier direkt die Standardsortierung. Immer eine S-Klasse suchen, aber niedrigster Preis zuerst, Bro. Man kennt's. Und hier haben wir schon direkt eine S-Klasse aus Tallinn, Bro. Was ist EE? Also ich sag dir, optisch, Bro, 90.000. Ein Importauto würde ich mir niemals bei dieser Preisklasse holen. Er ist echt krank. Ich finde dieses Auto, vor allem dieses Lenkrad, so geil. S65 AMG sehe ich nicht als notwendig, Bruder, diese V12 oder was die haben. Deshalb würde ich lieber ein V8, Bro, reicht auch, Alter. Und von Mercedes V8 ist schon maximal. Aber 110.000 Kilometer ist echt sehr viel. Deshalb überspringen wir das Ganze. 612 PS, 2018 Baujahr, fast 19. Optisch wäre er wirklich wunderschön, aber für mich auch zu viel Kilometer. 152.000, 90.000. 1000 Euro, 57.000 Kilometer. Auch schön, Bro. Das erinnert mich aber zu sehr an meine C-Klasse. Ja, Bro, ich finde sogar meine C-Klasse schöner als die S-Klasse. Glaubst du mir das? Aber gemütlicher ist die auf jeden Fall. 0218 Baujahr, 57.000 Kilometer. Ein Vorbesitzer, deutsche Ausführung, 57.000. Aber 5,5 ist halt Vor-Facelift, Bro. Ja, geht, Bruder. Es ist mir viel zu teuer, Bro. Innen schaut halt mächtig aus, aber ist nicht so das Geld vom IS63 oder Lamborghini Urus. Bro, eine S-Klasse. Bevor ich einen Urus kaufe, kauf mir lieber eine S-Klasse und zahl 100.000 Euro für eine Immobilie an. Ich sag dir so, wie es ist. Oder, Bro? Safe. Alter, schau die S-Klasse an. 61.000 Kilometer, 0618 Baujahr, Bro. Die hat echt viel Potenzial, dass man da sehr viel rausholen kann. Haben die 600 PS von Werk aus? Ja, Mann, 612, krass. Bruder. Fahrzeugnummer EU-Ausführung. Ich habe gar keine Lust auf ein Importfahrzeug, Bro. Ich sag dir so, wie es ist bei der Preisklasse. Ich will deutsche Ausführung bis 70.000 Kilometer maximal. Weiß außen, weiß innen, Sternenhimmel innen drinnen wäre so mein Traum. Vielleicht noch eine Stage drauf, das wäre so das Maximalste, Bruder. Ja, es geht, Bruder. Würdest du eher weiß oder schwarz nehmen? Bro, ich weiß nicht. Wenn ich einen schwarzen schön finde, dann schwarz. Ansonsten innen und außen weiß wäre so mein Traum, so, Bruder, ja. Ich finde, die schaut so ein bisschen langweilig aus. Und das Ding ist auch, das Auto ist halt nur zum Cruisen, ne? Ist halt kein Auto, wo man ganz halt Gas geben kann und so weiter. Halt jetzt nicht wie mit einer C-Klasse, wo mal das Heck ausbricht. Das ist meine Favoriten-S-Klasse aktuell, Bro. Das ist die schönste S-Klasse. Das ist sehr schön, ja. Vor allem die Farbe. Ich liebe diese S-Klasse. Ich habe die schon dreimal angerufen, Bro, da ist keiner ans Telefon gegangen. Ich schau auf meine Mutter. Weil diese S-Klasse ist wirklich schön. 120.000 Euro. Würde ich für die zahlen, die hat Vollausstattung. 77.000 ist in Ordnung. 07, 18, 612 PS. Jetzt die Frage, ob 119.000 netto oder brutto. EU-Ausführung. Ich weiß nicht, ob das eine deutsche Ausführung ist oder Import. Also auf Import hätte ich eher weniger Bock. Aber ja, also der Lack ist halt wunderschön, die Ausstattung ist wunderschön, diese gelben Details finde ich auch gar nicht so verkehrt, Bruder. Erinnert mich an den Urus, den ich letztens gefahren bin. In Bad Saulgau ist es, glaube ich, irgendwo bei euch, Bro, hinter Ulm und so. Kennst du das? Ja. Freunde, kfim.com, erster Link in der Videobeschreibung und Born with Debt sowieso, Bro. Bro, dann schauen wir mal weiter, was es hier so alles gibt. S-Klasse 124.000, 98.000 Kilometer. Bro, ich sag dir ehrlich, diese Autos sind viel zu teuer, Bruder. Das lohnt sich doch gar nicht aktuell so für eine S-Klasse. Ich weiß, 124.000 Euro, Bro. Wenn ich mir das so anschaue, ist es auch eine schöne S-Klasse. Aber irgendwie, wenn ich dann dieses Rote sehe, ich schwöre, ich krieg wieder so ein Hals, das ist überhaupt nicht das Gelbe vom Ei. Das ist nicht das Gelbe vom Ei. Eine rote S-Klasse wäre auch schön, Bro, oder? Was sagst du? Ist nicht so deins. Also, Bro, ich würde... Du bist halt auffällig, ich sag dir ehrlich. Ja, rote S-Klasse so. Also, ich sag dir ehrlich, ich würde sie nicht kaufen. Da ist mir die Farbe zu schade, obwohl es echt schön ist. Und es ist ein Importfahrzeug mit 52.000. Ich würde lieber weiß oder schwarz. Du würdest dich bei Rot irgendwann satt sehen. Auf jeden Fall. Außergewöhnlich, aber nicht schlecht. Wie ein Schiff von innen. Von innen, ja, auf jeden Fall, Bro. Das Lenkrad, das gefällt mir am meisten an dem Fahrzeug.
Ich sag dir so, wie es ist. Dieses Auto habe ich auch schon öftermals angeschaut. 23.000 Kilometer, 05 2019 Baujahr, auch in Bad Saulgau und 131.000 Euro geht fit. Auch Facelift ist deutsche Ausführung oder wieder shit gar nicht dran, Alter. Unfallfrei. Eine neue Bestellung. Samir Berisha, Bro, ich küsse dein Herz, danke für deine Bestellung. 120k Haus, schwierig, Wohnung, zwei Zimmer geht. Also in Augsburg kostet eine Wohnung keine 120.000, da kostet eine Zwei-Zimmer-Wohnung 300.000 Euro, Bro, ob du mir glaubst oder nicht. Ah, Bruder Artig Samane, Geld, hol dir einen Benz für 150.000 Euro. Er sagt, Bro, ich soll mir einfach einen Benz für 150.000 Euro kaufen. Ist echt ein schönes Auto, aber ich will unbedingt ein deutsches Fahrzeug. Ich habe gar keine Lust auf ein Importfahrzeug aus siebter Hand oder so. Und es gibt auch kaum S-Klassen, Bruder. Ich sag dir so, wie es ist. Schauen wir uns jetzt einfach mal diese S-Klasse hier an, ob die noch was wäre vielleicht für uns. Aus Rosenfeld, 137.000 Euro. Brutto, ist gut, Bro, ist gut. Ist das eine deutsche Ausführung? 41.000. Boah, ist stark, Digga. Verfügbarkeit sofort. Deutsche Ausführung. Jungs, wir haben ihn, glaube ich. Er hatte eine gute Ausstattung. Hat er eine gute Ausstattung, Freunde? Die Felgen sind auf jeden Fall chöp, Bro, aber so das Auto an sich schaut aus wie meine C-Klasse einfach. Nur 100.000 Euro knapp teurer. Einfach Golf 4 bin ich, Vertrauen macht keinen Stress. Aus 1 zu 1 wie meine C-Klasse ein bisschen, ja. Hat der Jungs geisteskrank. Oh, er hat sogar richtig gute, er hat sogar eine richtig gute Ausstattung, Jungs. Er hat sogar eine sehr, sehr, sehr gute Ausstattung. Seit wann ist der aber inseriert, ist die Frage. Massagesitze und so, boah, geistkrank. Schönes Auto auf jeden Fall, hat Potenzial auf mehr. Ich finde diese Mehrspeichelfelgen von der S-Klasse richtig schön. Weißt du, welche ich meine? So ganz viele in Chrom. Ja. Ja, boah, geisteskrank. Das Lenkrad ist so behindert geil. Das ist das geilste Lenkrad, was Mercedes je rausgebracht hat. Ich sag euch so, wie es ist, gebt euch mal nur dieses Lenkrad. Jungs, gebt euch mal dieses Lenkrad. Aber weißt du, was ich machen würde? Ich würde dieses Lenkrad nochmal so überbearbeiten, Bro, mit Alcantara-Leder und so. Das ist komplett schwarz und das in der Mitte auch. Wer kennt dann diese Lenkräder? Es gibt so krasse Lenkräder, ich schwöre es euch. Das Auto wär's. Bini M8 ist die Macht. Boah, ich weiß nicht. Bro, aber das Ding ist, weißt du, was ich gar nicht mag? Dass er wieder ausschaut wie meiner Black on Black. Er schaut einfach aus wie meine C-Klasse. Jedes Auto von mir ist schwarz auf schwarz. Jedes Auto, Bruder. Aber er schaut so schön aus. Doblo ist die Macht. Bro, Doblo ist sowas von die Eins. Ich sag euch so, wie es ist. Dieses Auto macht keine Probleme. Ey, das ist, glaube ich, ein guter Händler, Jungs. Den parke ich mir, den schaue ich mir nochmal morgen an. Den rufe ich mal an, die Tage. Ist der laut überhaupt? Ja, schon. Noch eine S-Klasse. Das Lenkrad ist schon schön, oder? Bro, das Lenkrad ist richtig geil. Auch die Sitze finde ich geil, Bruder. Ich glaube, S-Coupé ist es, ja. S-Coupé ist es wirklich. 140.000 Euro. Ich würde den schon ein bisschen diesmal folieren und so innen nochmal anders machen. Also das Lenkrad beziehen und so. Aber es ist ja wieder sehr, sehr, sehr viel Geld, was da drauf flöten geht, ne? Mercedes-Benz S63 AMG S, bla bla bla. Die Farbe fühle ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Wir gehen jetzt von dem aus, Jungs. Wir gehen jetzt von dem hier aus. Er ist so wunderschön. Ich würde auf jeden Fall andere Felgen drauf. Ich würde ihn vielleicht mattschwarz folieren. Er hat auch gute Reifen. In Frozen Black. BWD-Sticker würde ich hinten drauf machen vielleicht. Ey, Bro, ich finde ihn schön, ja. Der ist echt schön. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Schreibt liebend gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr zu einer S-Klasse hält, ob das was bringen würde, ob ihr davon auch ein Fan seid. Ansonsten geisteskrank. Also ich mag zurzeit die S-Klasse mit dem Urus am meisten, aber erinnert mich auch sehr an meinen C63. Deshalb, Freunde, like das Video. Erster Link in der Videobeschreibung, KFÜ. Zweiter Link, Bomb with that. Passt auf euch auf. Wir sehen uns und bye bye.